So, unsere Besichtigungen von unseren fortlaufenden Projekten gehen in vollen Zügen weiter hier in Bangladesch. Wir sind bei der Schule angekommen. Hier gehen ungefähr 80 Kinder zur Schule. Verschiedene Fächer besetzen sie, wie Mathematik, Englisch, Bengali-Sprache und Arabisch lernen sie hier. Darüber hinaus wird hier ein Hostel, sozusagen ein Waisenhaus für die Kinder gebaut, das in Zukunft auch entstehen wird, hier in diesem Grundstück. Wie ihr sehen könnt, haben die Kinder reichlich Platz, um sich hier zu bewegen. Hier können sie zum Beispiel Volleyball spielen und reichlich Platz, um Fußball zu spielen und verschiedene Sportaktivitäten hier durchzuführen. Das ist dank eurer Unterstützung möglich, diese Projekte. Wir haben auch eine Kleinigkeit für die mitgebracht. Und dann gehen wir gleich einmal rein und besuchen die Schüler. Let's go. Wir nehmen euch mit. Kommt mit. Wir werden jetzt eine Buchverteilung durchführen. Für das Neujahr haben die Kinder noch keine Bücher bekommen. Auch verschiedene Fächer wie Bengali, Englisch und Mathematik beinhalten die Bücher. Ja, Arabisch auch noch. Die lernen auch Arabisch, die Kinder. Und die Kinder sind sehr wissenshungrig, aber die haben nicht die Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir so eine tolle Unterstützung bekommen von euch, kriegen wir das auch inshallah weiterhin hin. Wenn ein Kind hier später einen guten Beruf hat und eine Familie unterstützen kann, hat sich das schon für uns im Herzen ausgezahlt. Wir verteilen jetzt auch noch ein bisschen Chips und Säfte. Das sind Bruder Najibs Lieblingschips. Six. Ah, jetzt kommen noch ein paar Orange Juice. Uno, dos, tres. No, you have. Cuatro. Alle klatschen, alle klatschen. Juhu! Ja. So, wir haben uns den Weg frei gemacht. Die wollten nicht, dass wir gehen, haben uns den Weg abgesperrt. Gefährlich geworden. Unsere Reisen sind immer gefährlich. Ja, wie süß kann man sein. Ja? Salam okay. Aleikum. Bye bye. Bye, bye.